Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner EAFC-Manager-Karriere mit den VfB Stuttgart. Aktuell sind wir auf Platz 2 nach 18 Spieltagen und haben jetzt die Möglichkeit, zumindest aufzuholen auf den ersten Platz, der gerade der BVB belegt. Wir gehen da aber auch rein in die nächste Partie dafür und diese wird extrem schwer. Gegen Leipzig müssen wir antreten. Die beginnen mit einer 4-2-2-2-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top-11 und damit gehen wir rein in diese Partie und wollen natürlich gewinnen. Es wird aber extrem schwer, sich hier durchzusetzen. Eckball für uns. Angelo Steller mit der Hereingabe auf Zagadou. Der kommt zum Kopfball und versenkt ihn in der 11. Spielminute. Und damit führen wir gegen RB Leipzig ziemlich früh. Leipzig im Angriff. Zagadou wollte blocken, schafft es nicht. Und somit kassieren wir mal direkt das Tor nach unserem. Leipzig über den Flügel, Wagnumann versucht hinterherzukommen, rennt nur vorbei, der Schuss kommt, aber wir konnten ihn erstmal abblocken. Jetzt wieder Leipzig und jetzt treffen sie, Doppelschlag Leipzig, das haben sie sich nicht gefallen lassen und führen jetzt. Duff schickt jetzt hier Silas, der kommt an den Ball, Silas rennt immer noch durch, immer noch Silas, jetzt im 16 Meter Raum, Silas mit dem Treffer in der 28. Spielminute. Freistoß für die Leipziger, den führen sie kurz aus und hier muss Leveling Druck machen, jetzt muss Arne Engel Druck machen zusammen mit Anton und Wagnumann. Der Schuss kommt ziemlich gut sogar. Und das sieht jetzt hier drüben Führig. Chris Führig ist durch und bringt uns in Führung in der 37. Spielminute. Die erste Hälfte ist sehr torreich und bislang führen wir. Deshalb ist alles in Ordnung. Arne Engels auf Silas. Silas, jetzt am Ball. Silas versucht es und er war richtig gefährlich. Aber Gulaschi hält den Ball. Leipzig jetzt im Angriff. Mittelstädt ist nicht da. Zagadou muss rausrücken. Zagadou mit dem Foulspiel im 16 Meter Raum. Und das kann es nicht sein. Weder Zagadou, der hier das Foulspiel zieht. Auch schon in der letzten Folge hat er ziemlich viele Foulspiele begangen. Er muss jetzt auf jeden Fall aufpassen auf seine Form. Openda steht auf jeden Fall bereit, zieht ab und trifft leider auch. Und damit gleichen sie aus und das ziemlich einfach, denn wir machen es ihnen auch viel zu einfach. Freistoß jetzt für RB Leipzig. Die Hereingabe kommt rein, wo Jung klärt. Auf Tempelmann, nein, auf den Leipziger Spieler. Der rennt einfach mal komplett durch und trifft. Niemand setzt ihn unter Bedrängnis und dadurch machen sie Tor Nummer 4. Das gibt es nicht. Das ist zu schlecht. Das ist wirklich zu schlecht. Die Verteidigung schläft nur noch. Hier nochmal die Szene. Die waren im Angriff. Wir klären Ito auf Nübel. Nübel direkt wieder zurück auf Ito, obwohl ich auf Anton anvisiert habe. Ja, und das ist natürlich dann bitter, dass wir diesen Treffer hier kassieren. Leipzig im Angriff. Sieht die, ja, kommt angerannt, will die Situation verhindern. Der Schuss kommt und ich bin ehrlich, es sind zwar nur noch 3 Minuten, aber wir können schnell simulieren. Das ist zu schlecht. Moment, ich habe mich verdrückt. Aber es ist wirklich viel zu schlecht, wie es hier läuft. Ja, die Verteidiger müssen definitiv an sich arbeiten. Vielleicht muss ich auch nochmal taktisch ein bisschen was ändern. Eine schlechte Nachricht, denn der FC Bayern München hat jetzt Fucci zurückgeholt. Ja, warum auch immer. Er hat ja eigentlich nicht viel Spielzeit hier verdient, beim FC Bayern noch weniger. Also, ja, ich weiß es nicht genau, was hier los ist, aber leider wurde er zurückgeholt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch noch bitter. Jetzt sind wir in der Bundesliga natürlich. Müssen wir noch schauen, auf welchem Tabellenplatz wir sind. Wir sind abgerutscht auf den 3. Tabellenplatz. Der FC Bayern München ist vorbeigezischt. Ja, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Nicht, dass wir jetzt auch noch im DFB-Pokalspiel rausfliegen gegen Borussia Dortmund. Der Gegner ist natürlich ebenfalls mal wieder hart. Die beginnen auf jeden Fall mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit unserer normalen Formation, aber wahrscheinlich nicht Aufstellung. So ist es auch, denn die ist ein bisschen angeschlagen. Wobei sich da echt nicht viel geändert hat. Der einzige Spieler, der wirklich ersetzt wurde, ist Milosevic. Der Rest ist geblieben. Bis auf der Bank und Wu Yong noch. Ja, Leveling bleibt zu Hause. Das ist der einzigste Spieler. Ito bleibt auch zu Hause. Dafür kommt Karasor mit. Ja, und dann müssten wir aber auch jetzt abliefern gegen die Borussen. Was auf jeden Fall nicht einfach wird. Ich hoffe trotzdem, dass wir weiterkommen. Es wird aber extrem schwer, hier sich durchzusetzen. Und auf Chris Führig. Führig jetzt über den Flügel. Rennt vorbei. Anschlagbar kommt sogar noch zum Schuss, bevor Gregor Kobel antanzt. Und macht hier den Treffer in der 10. Spielminute. Sehr, sehr starkes Tor. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir direkt mal so früh führen. Der BVB jetzt im Angriff. Zagadou mit dem Foulspiel. Anton versucht aufzuhalten, das klappt alles nicht und damit kassieren wir den Treffer. Und es bringt uns leider nichts, wenn wir früh das Tor machen, wenn wir es auch später wieder kassieren. Die Dortmunder über den Flügel, vor Bayern, Mittelstädt, Zagadou wieder mit dem Foulspiel im 16 Meter Raum und so langsam nervt es mich. Ich wollte Ito einsetzen, aber der hatte keine Ausdauer mehr.
Das ist wirklich bitter, dass Zagadou so oft einen Elfmeter rausholt für den Gegner. Jetzt steht Sebastian Alli auf jeden Fall bereit. Zielt ab. Jetzt, und zwar war Nübel in der richtigen Ecke, aber der geht jetzt rein und wir fliegen wahrscheinlich raus, wegen Zagadou, weil er mal wieder einen Elfmeter verursacht hat. Jetzt bekommt Zagadou auch nochmal die gelb-rote Karte, das ist bitter und jetzt sind wir in Unterzahl. Die Dortmunder mit der Kontermöglichkeit, Karasor macht Druck auf Sebastian Haller, jetzt hat Adeyemi den Ball, Wagnumann kommt direkt dazu, aber jetzt ist Julian Brandt da und der verwandelt ihn in der 63. Spielminute. Die Dortmunder sind jetzt hier hinter unserer Abwehr. Da machen alle nochmal Druck und zum Glück schießt Julian Brandt vorbei. Dortmunder über den Flügel, Mittelstädt rutscht vorbei. Karasor verliert den Ball mitten im 16-Meter-Raum. Jetzt Adeyemi komplett durch und ja, verdient nochmal der Treffer hinterher. Ja, die Partie ist jetzt auch komplett vorbei und egal. Zagadou hat uns komplett in Schwierigkeiten gebracht mit der roten Karte, mit diesen Elfmeter. Es ist einfach alles fast schon Zagadou schuld. Ja, am Ende vielleicht nicht mehr so, aber wir waren auch in Unterzahl. Das war extrem schwer. Davor die Partie auch in Leipzig wieder einen Elfmeter verursacht. Zagadou hat mächtige Probleme. Das Problemkind schon fast, dann Axel Zagadou verlässt uns jetzt in der Transferphase am Deadline Day. Der Innenverteidiger, der Stamm bei uns gespielt hat in der Hinrunde, hat in den letzten Partien ja nicht so gut abgeliefert und hat auch kein gutes Bild gezeigt. Jetzt wird er verkauft und zwar nicht für wenig Geld, für 13 Millionen mit einer 75er Gesamtstärke wird er verkauft an Lazio Rom. Und auch Florian Schock wird nicht verkauft, sondern ausgeliehen an Düsseldorf. Also wenigstens innerhalb von Deutschland für ganze 2 Jahre. Wir haben einen neuen Spieler verpflichtet und nicht auf der Innenverteidigerposition, sondern auf der Flügelposition und zwar vorne. Also soll er jetzt Druck machen und zwar auf der rechten Flügelposition. Auf Silas soll er Druck ausüben. Wir verpflichten Brian. Ursprünglich wechselt er zum FC Bayern München. Hier wechselt er jetzt zu uns. Für 9,5 Millionen wechselt der 22-Jährige mit einer 74er Gesamtstärke zu uns, was auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Dadurch, dass wir jetzt hier schon den Deadline Day haben, nur noch 2 Stunden auf der Uhr haben und wir keinen Innenverteidiger bekommen. Ich habe es jetzt probiert mit Leitsch von Mainz 05. Das hat aber nicht funktioniert, da wir zu wenig Transferbudget haben. Ich würde einfach mal sagen, dass wir das jetzt investieren in neue Jugendspieler. Und deswegen wird er direkt mal losgeschickt, natürlich innerhalb von Deutschland. Wir wollen ja schöne, gute Spieler hoffentlich scouten. Ich hoffe natürlich auch, dass er was mitbringt, ordentlich an Qualität. Mal schauen, ob das auch gelingt. Der zweite geht auf jeden Fall nach Italien und dann werden wir einfach mal gucken, was daraus wird. Der Deadline Day ist vorbei. Wir gehen rein in die nächste Partie und diese bestreiten wir gegen Freiburg, die mit einer 4-2-3-1 Formation beginnen werden. Wir beginnen mit unserer kompletten Top-Aufstellung, natürlich jetzt mittlerweile Ito in der Startaufstellung, da Zagadou ja nicht mehr da ist. Engels wird aber auch ausgetauscht für Tempelmann und Engels wird auch ersetzt durch Ulrich, damit wir hier volle Ausdauer haben. Klar, Karasor hat keine Ausdauer, aber wir haben auch keinen anderen Verteidiger, Innenverteidiger mehr, deswegen dürften die 30 hoffentlich auch nicht mehr verletzen. Wagnumann wird ebenfalls ersetzt durch Sidilia und dann gehen wir auch rein in diese Partie und wollen natürlich hier 3 Punkte mitnehmen gegen Freiburg, mal wieder einen kleinen Moralaufschwung erleben. Mal schauen, ob wir das erreichen können gegen den SC Freiburg und das auch noch auswärts. Silas am Ball, Silas sieht jetzt hier Dennis und Undaf ist vorne durch und mit dem ersten Treffer in der 6. Spielminute, aber das haben wir ja auch in den letzten Partien geschafft. Die Freiburger jetzt im Angriff setzen sich durch. Ito macht Druck. Ito macht immer noch Druck auf Doan. Immer noch Ito, der jetzt hier Druck macht. Vorbei an Ito. Jetzt Mittelstädt, die Lücke aufmacht. Und dann leider der Gegentreffer. Sidilia mit dem weiten Ball auf Silas. Silas jetzt über den Flügel vorbei an den Gegenspieler. Sieht Tempelmann. Tempelmann auf und auf. Der scheitert am Torhüter. Stelle auf Leveling. Leveling jetzt über den Flügel. Nutzt hier jetzt auch mal seine Geschwindigkeit immer noch. Leveling vorbei an den Gegenspieler. Sieht jetzt hier und auf Dennis und auf. Mit dem Treffer in der 52. Spielminute. Leveling mit dem weiten Ball auf Chris Führig. Führig wird jetzt damit ausgebremst.
aber kann trotzdem durchrennen. Führig! Gewandungsparade. Die Freiburger jetzt im Angriff. Tempelmann macht und da ist die Lücke. Und jetzt ist einmal die Lücke da gewesen. Der Schuss kommt, der ist drin. Nübel kommt nicht dran und damit gleichen sie aus in der 80. Spielminute. Die Freiburger jetzt im Angriff mit dem weiten Ball nach vorne. Ito blockt den Ball. Immer noch Freiburg im Angriff. Haben jetzt die Lücke gefunden und treffen und drehen diese Partie wirklich noch. Am Ende schläft leider die Verteidigung jetzt ein. Diese Partie ist vorbei und das ist richtig bitter. Die ganze Zeit hat man geführt und Freiburg dreht dann diese Partie und wir holen keinen einzigen Punkt mit. Wir waren die ganze Zeit richtig konzentriert und haben dann wirklich am Ende alle Nerven verloren. Die nächste Partie wird schnell simuliert, denn diese bestreiten wir gegen Mainz 05. Und ich hoffe wenigstens, dass die Schnellsimulation besser ist als ich. Auf jeden Fall beginnt jetzt hier Mainz 05 mit einer 3-4-2-1 Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer absoluten Top-11 und damit gehen wir rein in die Schnellsimulation und wollen natürlich mal eigentlich gewinnen. Aber wenigstens holen wir hier einen Punkt mit gegen die Mainzer, denn am Ende spielen wir 2-2. Aber trotzdem brauchen wir so langsam vielleicht mal einen Sieg, wenn wir da oben wirklich bleiben wollen und europäisch weiterhin spielen wollen. Klar, wir haben uns einen großen Abstand herausarbeitet, aber mittlerweile sind die anderen Teams auch schon sehr, sehr dicht dran. Nach der Schnellsimulation haben wir aber eine extrem gute Nachricht, denn Guirassy ist endlich zurück und das gibt auf jeden Fall einen neuen Aufschwung, denn mit Guirassy hat es auf jeden Fall immer funktioniert. Er wird direkt mal hier eingesetzt, aber ob er in der nächsten Partie direkt mal spielen kann, ist in Frage gestellt, denn die ist jetzt auch schon direkt. Guirassy wird wahrscheinlich noch nicht mal mitkommen. Vorher schauen wir uns aber die Aufstellung an von Darmstadt. Die beginnen nämlich mit einer 5-3-2-Formation. Wir beginnen mit unserer gewohnten Formation, aber nicht Aufstellung, denn ein Guirassy braucht natürlich noch Pause. Milosevic wird von Anfang an beginnen. Brian hat ein bisschen Ausdauerprobleme noch, wird aber Silas ersetzen, denn in den paar Spielminuten, wo er jetzt in der letzten Partie drin war, hat er einen kleinen Aufschwung gemacht. Ich hoffe, das passiert wieder und damit gehen wir jetzt rein und wollen natürlich endlich 3 Punkte holen. Und gegen Darmstadt sollte das absolut möglich sein. Mal schauen, ob wir das schaffen in dieser Auswärtspartie. Milosevic hat den Ball. Milosevic spielt hoch auf Undav. Undav, weiß ich nicht, was der macht, aber Führig erobert den Ball, spielt ihn jetzt auf Arne Engels. Engels setzt sich durch. Engels mit dem Treffer in der 17. Spielminute. Und ich hoffe, die Führung bleibt auch. Milosevic auf Undav. Undav hat den Ball, sieht Brian. Brian ist durch. Brian trifft und baut unsere Führung in der 50. Spielminute aus. Brian jetzt auf Undav. Der Pass kam perfekt. Undav ist durch, scheitert aber am Keeper und bringt ihn jetzt ins Tor rein. Wie auch immer er sich den mitgeschleppt hat, hat er ihn auf jeden Fall versenkt in der 60. Spielminute. Milosevic jetzt auf Silas, der einfach mal hier komplett durchsprintet. Immer noch Silas. Silas sieht drüben Führig. Führig kriegt sogar den Ball, versenkt ihn und damit führen wir mit 4-0. Milosevic jetzt auf Massimo. Massimo jetzt mit der Chance, sieht Chris Führig. Führig mit dem Doppelschlag und damit haben wir jetzt hier Tor Nummer 5. Massimo legt jetzt auf für Karasor. Karasor aus der Distanz und der Innenverteidiger darf einmal wieder auf seiner altgewohnten Position spielen, nämlich im Mittelfeld und trifft direkt. Diese Partie wurde abgepfiffen und jetzt haben wir unsere Form wieder aufgebracht. Hoffe ich zumindest die Moral, hoffentlich natürlich auch wieder nach oben, dass die geht. Das war kein Deutsch, aber egal. Wir gewinnen am Ende mit 6-0 auswärts in Darmstadt. Und auch gegen die Kölner gewinnen wir. Zwar nicht zu 0, aber wir gewinnen mit 3-1 dank Leveling, der hier doppelt trifft und auch Silas, der trifft. Zum Schluss blicken wir nochmal auf die Bundesliga-Tabelle. Auf Platz 1 Borussia Dortmund mit einem Spiel mehr und mit 57 Punkten. Danach kommt der FC Bayern mit 51 Punkten, gefolgt von uns mit 50 Punkten. Hinter uns ist dann Frankfurt, Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Werder Bremen, Union Berlin, Freiburg, Mainz 05, Heidenheim, Darmstadt 98, Augsburg, Köln und auf dem letzten Platz ist Bochum. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Leistung, die kann gerne so weitergehen. Beim nächsten Mal beginnen wir dann mit der Partie, gegen Wolfsburg. Danach kommt Union Berlin, Hoffenheim, Heidenheim und dann auch schon wieder der BVB. Ich hoffe nicht, dass wir uns da wieder so blamieren und die letzte Partie in der nächsten Folge ist dann gegen Eintracht Frankfurt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao.